Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hier ist wieder der Ustra. Es geht weiter mit Dragon Age Origins. Und wer hätte es anders gedacht? Wir gehen in Richtung des Elbenwaldes. Weiß ich nicht, wie der heißt. Weiß noch nicht, ob es da wirklich Elben oder Elfen gibt oder wie die auch immer heißen mögen. Ja. Und ich nehme die üblichen Verdächtigen mit. Und gehe in die Grenzlande des Brazilian-Waldes. Jetzt erinnere ich mich wieder schemenhaft, wie das da war und wie das hieß. Erstmal durch die dunkle Verderbnis durchlaufen. Durch dunkle Brutmassen, Horden. Kein Problem, schaffen wir. Hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Bleibt sofort stehen, Fremder. An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, ihr verschwindet, und zwar schnell. Um ehrlich zu sein, bin ich auf der Suche nach den Dalish. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was könnten wir Dalish mit einer Gruppe wie eurer zu schaffen haben? Das werde ich eurem Anführer erzählen, niemandem sonst. Da ihr kein einfacher Eindringling zu sein scheint, werde ich dem Hüter die Entscheidung überlassen, wie wichtig euer Anliegen ist. Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet sind. Folgt mir. Einschüchtern. Völlig Hände bei uns lassen, ihr seid die diebischen... Egal. Guten Tag. Ich sehe, wir haben Gäste. Schlau. Wer sind diese Fremden, Mithra? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Ich verstehe, aber dieser hier behauptet, wichtige Angelegenheiten mit uns besprechen zu müssen. So ist das. Ich verstehe. Erzählt, Fremder, welche Angelegenheiten haben euch zu uns geführt? Wie ihr seht, haben wir eigene Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Wie alle anderen auch. Weil niemand sich um die Verderbnis kümmert. Ich bin als Vertreter der Grauen Wächter hier. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Maseranas, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manuvenin, Hüter. Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethrian, der Hüter dieses Clans. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Und wer seid ihr? Mein Name ist Ustratis. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Oh, ein Schemlin mit Manieren. Interessant. Was führt euch hierher? Seid ihr hier, um uns Neuigkeiten über die Verderbnis zu bringen? Ich habe die Fäulnis schon gespürt, die sich im Süden ausbreitet. Das Vorhandensein der Verderbnis ist nicht neu für mich. Ja, wahrscheinlich bin ich ganz alt werden, ne? Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht möglich. Warum nicht? Ja, ihr scheint eure eigenen Probleme zu haben. Was ist los? Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Das wäre nicht schlecht, wenn das erklärt werden würde, warum ihr auch eure Scheiße nicht. Hallo! Halbtote Männer und Frauen, vielleicht auch nur Männer. Unser Clan hat den Brazilianwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil Ferelden's betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. Du siehst nicht so aus, aber ist okay. Gibt es eine Möglichkeit, euch zu helfen? Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Ja. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Schwierige Aufgaben sind meine Spezialität. Sieht man auch an meinem Bart. Wie gesagt, ich war vorher mal blond, aber durch das Blut meiner Feinde, ihr kennt das alles mit dem Bart, ne? Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ja, wir gehen zu viert, kein Ding. Schon wieder weggehen? Na gut.
Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Ja, ich werde diesen Schattenreißer für euch finden. Was bekomme ich, wenn ich euch helfe, ist auch schön, ja. Das mache ich als erstes. Erstmal abklären, was es gibt. Wir würden euch natürlich gegen die Verderbnis beistehen. Und auch unsere Dankbarkeit wäre euch sicher. Wow. Ich werde diesen Schattenreißer für euch finden. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Ja, interessiert mich ein Scheiß, lass mich losgehen. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Schön. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich brauche Ausrüstung. Dann sucht Meister Verathorn auf. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger brauchen. Ich hätte einige Fragen. Macht es bitte kurz, ich habe viel zu tun. Meine Schülerin Lanaya oder Sayrel, der Geschichtenerzähler des Clans, können euch ebenso Antworten auf eure Fragen geben. Wo finde ich den? Habt ihr einen Rat? Haltet nach den weißen Wölfen Ausschau. Sie sind seine Augen und Ohren im Wald. Dann gehe ich mal. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Okay, wir reden erstmal mit den Statuen. Sehr gut, das hat sich gelohnt. Hallo. Andarana Tishon, grauer Wächter. Was auch immer. Mein Name ist Lanaya. Ich bin Zethrians Priorin. Was ihr vielleicht als Schülerin bezeichnen würdet. Ich habe mein gesamtes Leben lang vom Hüter gelernt. Ich bin ein bisschen neugierig über die Welt dort draußen. Gestattet ihr mir, euch eine oder zwei Fragen zu stellen? Natürlich, fragt. Ich habe gehört, die Städte der Menschen seien enorm groß. Tausende und Abertausende von Seelen, die in ihren Häusern zusammengepfercht sind. Ist das wahr? Ja, einige sind größer, als das Auge reicht. Wirklich? Es muss dort schrecklich laut sein, wenn alle sich gleichzeitig unterhalten. Ich versuche mir vorzustellen, wie unser Volk an einem solchen Ort lebt. Umgeben von Mauern aus Stein und Gleichgültigkeit. Es ist keine schöne Vorstellung. Sie sind es gewohnt, ebenso wie die Menschen. Für euch möglicherweise, aber ihr solltet es euch vielleicht selbst einmal ansehen. Es wäre bestimmt lohnenswert, das selbst zu sehen, aber ich glaube nicht, dass ich den Clan verlassen könnte. Vielleicht bin ich einfach zu feige. Komm mit mir. Ihr scheint euren Clan sehr zu lieben. Ihr könntet mich begleiten, wenn ich wieder aufbreche. Ich danke euch für das freundliche Angebot, aber mein Platz ist hier. Eines Tages wird unser Hüter von uns gehen und dann muss ich bereit sein, unseren Clan zu führen. Ich habe noch eine Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr sie beantworten könnt. Die Menschen, bedauern sie jemals, was sie uns angetan haben? Ich glaube, einige von ihnen schon. Nicht alle Menschen sind gleich. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Antwort. Und doch unternehmen sie nichts, auch wenn einige es bedauern. Vor dem Fall der Dales hat einst ein Dichter über sie geschrieben, sie fliegen wie Drachen, so ruhmreich und stark. Sie wüten wie Drachen, so grausam und hart. Ja, so ist es. Aber ihr seid bestimmt nicht hier, um euch von mir Gedichte rezitieren zu lassen. Verzeiht mir, vielleicht habt ihr ja selbst auch einige Fragen. Was könnt ihr mir über den Hüter erzählen? Erzählt mir von euch. Ich kann euch versichern, dass an mir nichts Besonderes ist. Wenn es scheint, als sei ich anders als der Rest meines Clans, liegt das daran, dass ich unter Menschen geboren wurde. Ich kam zu den Dalish, als ich noch sehr jung war. Aber ich habe mir immer meine Neugier über die Welt bewahrt, aus der ich stamme. Ja, ich soll jetzt gehen. Wie ihr wünscht. Dara Shiral. Auch das ist okay, wenn du mir das sagst. Da habe ich keine Furcht. Elfenmädchen. Elfenkind, Jäger, Elfenwurz, Elfenmädchen. Da ist so irgendwie, keine Ahnung, Stein oder sowas, Katze. Eine Statue. Okay. Elfenwurz. Ah, immer da, wo Elfen wachsen, gibt es Elfenwurz, ganz klar. Hier gibt es einen Typen, der... Wir bescheidenen Wanderer grüßen euch, Schemlin.
Wir wissen, dass ihr euch in den verfluchten Wald wagen wollt, um unsere Brüder zu retten. Das ist richtig. Ich fürchte, eure Bemühungen könnten vergebens sein. Eine ganze Gruppe unserer Jäger ist mit demselben Vorhaben wie ihr in den Wald gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Mit etwas Glück finde ich sie vielleicht. Aber natürlich. Ein Fremder kommt, um uns zu retten. Warum haben wir überhaupt versucht, unsere Probleme selbst zu lösen? Das frage ich mich auch immer bei den Rollenspielen. Das stimmt. Glaubt ihr etwa, dass euer Sarkasmus weiterhilft? Nichts kann uns jetzt noch helfen. Am allerwenigsten die Einmischung eines Fremden. Ah, wie herzlich. Du bist ausgesprochen unfreundlich, Sarah. Würdest du die Hilfe für unsere Jäger zurückweisen, nur wegen der Person, die sie anbietet? Sehe ich auch so. Du beschämst mich, Lethalan. Ich habe meiner Verbitterung gestattet, mein Urteilsvermögen zu trüben. Anscheinend. Vergebt mir, grauer Wächter. Es fällt uns schwer, die Lektionen zu vergessen, die die Schemlen uns gelehrt haben. Aber vielleicht kann ich es wieder gut machen. Bleibt noch, während ich den Kindern eine Geschichte erzähle. Dann berichte ich über den Wald, wenn ihr wünscht. Vielleicht ein andermal, aber danke. Wie bedauerlich. Ich möchte euch aber natürlich unter keinen Umständen davon abhalten, eure Versprechen zu halten. Das sehe ich ähnlich, das wäre auch nicht gut. Hallo, Kammen, was möchtest du? Oh Mann, bist du jung. Hallo? Hallo. Ebenfalls hallo, wer seid ihr? Ich bin Kammen, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden. Warum solltet ihr das nicht werden können? Ich sollte darüber nicht mit einem Außenstehenden sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Erzählt mir, bevor ich den Schädel einschlage. So gehe ich zu jedem Elfen. Was soll's? Versucht es mal. Vielleicht überrasche ich euch ja. Nun, es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen. Ah, du bist optimistisch und auch so freundlich. Ich bin ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas. Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaynor. Wer ist Gaynor? Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaynor wird sich nie mit mir einlassen. Das ist schlecht. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Es muss einen Weg geben, euer Problem zu lösen. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Was wäre, wenn ich ein Fell für euch besorge? Nein, das könnte ich nicht. Ich muss das Tier selbst erlegen. Das ist mein Übergangsritual, um ein vollwertiger Jäger zu werden. Vielleicht sollte ich mit euch mit Gaynor sprechen? Das könntet ihr tun, aber was würde das nützen? Die Situation hat sich nicht geändert. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Heirate den oder dresche. Erziehungsschelle. Warum geht ihr nicht einfach in den Wald? Habt ihr versucht, um Gaynor zu werben? Um sie zu werben? Ich verstehe nicht, was ihr meint. Habt ihr ihr ein Geschenk gemacht? Verzaubert sie, zeigt ihr, dass ihr sie liebt. Ich habe für sie gesungen und wir haben lange Gespräche im Mondschein geführt. Aber solange ich ein Lehrling bin, hat das keine Bedeutung. Nicht für sie. Ich vermute, ich brauche gar nicht erst fragen, ob ihr mit ihr geschlafen habt. Das bringe ich weg. So etwas haben wir nie getan. Niemals. Nein? Ihr habt euch noch nicht mal geküsst? Natürlich nicht. Ich bin noch nicht einmal verheiratet. Ich habe noch nie jemanden geküsst. Zumindest nicht so. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Zum Beispiel? Warum geht ihr nicht einfach in den Wald? Aber der Hüter hat gesagt, nein, ich kann einfach nicht. Was, wenn ich einem Werwolf begegne? Allein könnte ich ihn niemals besiegen. Warum begleitet ihr mich dann nicht einfach? Der Hüter würde sofort davon erfahren, wenn ich das Lager verlasse. Trotzdem, Mars Serranas für das Angebot. Das ist sehr freundlich von euch. Gut, wie ihr meint. Dann halt nicht! Du hast eine Quest für mich, willst aber nicht. Dann hab auch keinen Quest. So einfach. Guten Tag. Jetzt mach ich dich einfach klar, fertig ist. Guten Tag. Ja, was du gesagt hast, auch für dich.
Ihr seid Gena, oder? Cammon hat euch erwähnt. Ihr habt mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Er sagte, dass ihr euch weigert, ihn zu heiraten. Er sagte, ihr wärt grausam gewesen und er würde euch hassen. Er sagte, mit etwas Glück bekommt ihr euch schon bald ins Bett. Ist es auch schön, ja. Er sagte, dass ihr euch weigert, ihn zu heiraten. Oh, ich erwarte nicht, dass ein Fremder unsere Lebensweise versteht, aber... Ich kann Cammon einfach nicht heiraten. Mach es einfach. Er ist jetzt schon seit über 2 Jahren ein Lehrling der Jäger und hat es noch nicht geschafft, ein angemessenes Tier zu erlegen. Jedes Mal, wenn er es versucht, ist etwas schiefgegangen. Vielleicht wollen die Schöpfer nicht, dass wir uns vermählen. Ich kann doch keinen Jägerlehrling heiraten, richtig? Ja, doch schon. Wenn ihr ihn liebt, ist es doch unwichtig, was er ist, oder nicht? Aber was ist, wenn er nie ein vollwertiger Jäger wird? Was wird denn aus unserer Familie? Einfach dasselbe Argument zweimal bringen. Wenn ihr ihn liebt, dann glaubt an ihn und helft ihm, erfolgreich zu sein. Oh, ihr habt recht. Ich habe den armen Cammon unglücklich gemacht. Kein Wunder, dass er es nicht schafft, seine Jagd abzuschließen. So ist das. Mercy Runners, ich danke euch. Ihr habt mir geholfen, das Ganze anders zu sehen. Ich gehe und spreche mit Cammon. Ja, sicher. Ah, das kriege ich auch noch zu sehen. Gut. Cammon, ich war so dumm. Gena, was meinst du? Hast du deine Meinung geändert? Ja, habe ich. Der Fremde hat mir geholfen, meinen Fehler zu erkennen. Ich habe auch einen Namen. Ich habe dich unglücklich gemacht und das war falsch. Aber was ist mit meiner Jagd? Ach, das ist mir egal. Ich weiß, dass du deine Jagd bald abschließen wirst und wir werden glücklich sein. Wir und unsere Kinder. Danke, Gena. Du machst mich zu einem glücklichen Mann. Heute fühle ich mich von den Göttern gesegnet. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass ihr uns geholfen habt, zueinander zu finden. Ihr seid wundervoll. Ich bin so glücklich. Alles klar, ich habe 5 vor. Ist das nicht herrlich? Eine junge Liebe, der es gestattet ist, zu erblühen. Hat hier noch jemand den Drang, sich zu übergeben? Nein? Nur ich? Hier, nehmt dies. Es war lange im Besitz meiner Familie, aber ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Okay. Das ist das Mindeste, was wir für euch tun können. Na, dann geht mal weg. Morrigan ist dagegen. Naja, gut. Erhaltener Gegenstand. Das ist immer ein Gejauche. Was kann er mir denn geben, was mir gegen die dunkle Brut hilft? Handelspapiere. Ach so, dieses Buch hier. Das Buch aus Cammons Besitz erzählt die Geschichte. Ah ja. Okay, alles klar. Schön. Ja, haben wir das doch auch gekriegt. Alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um. Erstmal noch in die Säcke reingucken. Dafür haben wir Zeit. Komm. Dänisch Rüstung meine. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ciao.